In einem weiteren Schritt geht es um die eigentlich immer gleiche Frage: Wie bete ich? Und wie kann so etwas wie Gebet überhaupt gelingen? Wie lerne ich Beten? Wie lerne ich die Sprache des Betens, wenn Beten eine Sprache hat und sie braucht? Oder wie wird Gebet lebendig? Wie ist Gebet geistig fruchtbar? Wie verstehe ich das Gebet? Auf all diese Fragen gibt die Kirche zunächst eine sehr provokative Antwort, indem sie sagt, wir beten die Psalmen. Das ist das Grundgebet der Kirche. Sie tut nicht so oft, wenn sie betet, wie Psalmen zu beten. Und damit ist zugleich ein großes Problem angezeigt. Schon, und darauf werde ich sicher im Laufe dieser Reihe noch einmal zurückkommen, in seinem leider viel zu wenig bekannten Büchlein meines verehrten Lehrers Dr. Fürpriester, das Psalmengebet, hat er das thematisiert, das Psalmenproblem. Es gibt wirklich ein Problem mit dem Psalmen. Wo man hinkommt, ich habe das schon öfter gesagt, wenn man einen Vortrag hält oder eine Bibelschule, wie auch immer, warum die Psalmen? Warum sind die so besonders? Und muss man die beten, ausgerechnet die? Da kommen immer Feinde drin vor, Gegner, es gibt ganz merkwürdige Gefühlsausbrüche. Und warum sind ausgerechnet die Psalmen die Grundlage? Ich möchte am Beginn das ein bisschen auch vertiefen. Es geht ja in unserem nächsten Schritt, nachdem wir im Quatragesima vor Ostern hauptsächlich uns um die zwei großen Wiederholungspsalmen gekümmert haben, die wir eigentlich jeden Tag beten oder singen, Psalm 51 und 95, wollte ich auf dieser Linie bleiben und sagen, welche Psalmen kommen eigentlich häufig vor? Warum kommt immer in der Sonntagsvesper oder am Festen Psalm 110? Oder der Vigil sonntags immer Psalm? Wir sind dann sehr schnell bei dem, was man messianische Psalmen nennt. Aber ich will nicht doch direkt und ich kann auch nicht direkt dort einsteigen. Weil wir brauchen dafür eine ganz bestimmte Grundlage. Und diese Grundlage, um die es mir heute geht, kreist immer um diese Frage. Wie kann ich beten, wenn ich diese Sprache des Betens lernen soll, wenn ich die Psalmen beten soll? Wie geht das überhaupt? Und deshalb will ich am Beginn eine, inzwischen ja nicht mehr so prominente, aber vor, als 1989 dieses Buch erschien, war das sehr prominent, es war in aller Munde. Das, was damals als Problemanzeige geschrieben wurde, auch sehr provokativ, war zugleich oder ist heute eine Realitätsbeschreibung. Denn es ist seither nicht besser geworden mit dem Psalmengebet. Ganze Ordensgemeinschaften ersetzen das Stundengebet mit dem Psalmen durch irgendwas. Will ich jetzt lieber gar nicht mehr. Priester meditieren lieber still, als dass sie die Psalmen beten. Da kann man hören, das gibt mir nichts. Bis hin zu dem Argument, die sind mir zu lang. Manche jedenfalls. Unter dem Stichwort Entpersonalisierung hat Eugen Drewermann in seinem dicken Wälzer, wie gesagt 89 erschienen, dem einen Ausdruck gegeben. Was bedeutet dieses komische Programm der Depersonalisierung? Auf den ersten Blick, so Drewermann, sollte man meinen, es sei ganz absurd ausgerechnet, das Gebet als Instrument der Depersonalisation zu verstehen und zu verwenden. Heißt nicht beten, sich am intensivsten und intimsten Gott in die Hände geben? Gewiss, das heißt es. Als Jesus seine Jünger beten lehrte, empfahl er ihnen sogar ausdrücklich, sie sollten vor Gott nicht viele Worte machen, sondern ihm stattdessen mit Vertrauen begegnen. Euer Vater weiß doch längst, ehe ihr ihn bittet. Und stellt euch nicht vor die anderen hin, wenn ihr betet, sondern geht in euer Kämmerlein. Euer Vater sieht es. Anders als die Heiden und die Heuchler sollten die Jünger beten, nicht voller Angst wie die Menschen, die Gott nicht wirklich kennen. Und nicht rein äußerlich, um unter den Augen der Menschen ein religiöses
Werk zu verrichten. Doch genau entgegengesetzt lautet die Ordnung, auf welche die Kleriker der katholischen Kirche durch Eid ihr Leben lang verpflichtet werden. Den absoluten Vorrang im Gebetsleben der Kleriker besitzt das Gemeinschaftsgebet. So sehr, dass eine Ordensschwester im Konvent schon rein zeitlich zum privaten Gebeten kaum mehr kommt. Es gehört zum ehernen Bestand der klösterlichen Disziplin und Doktrin, dass aus dem Gemeinschaftsgebet jener Segen entsteigt, der das Leben aller fruchtbar und gottgefällig gestaltet. Wer sich dem Gemeinschaftsgebet entzieht, stellt sich mithin außerhalb des Herzens der Gemeinschaft. Er sündigt schwer und hat laut Vorschrift bei der nächsten Beichte vor Gott und dem Beichtvater über Rechenschaft abzulegen. Der Theorie nach gilt dasselbe auch für den Weltreligius. Der Gedanke selber ist im Grunde poetisch und schön. Vermutlich verdankt er sich den altägyptischen Hymnen auf den Sonnengott mit den dazu passenden Stundenschemata. Und auch die ritualisierte Form, den Gang des Lichtgestirns durch die Pforten der Zeit mit entsprechenden Dankgesängen zu begleiten, dürfte dem alten Ägypten entstehen. Im Leben der Kleriker der älteren Generation, die sich an ihre Weihegelöbnisse wirklich noch gebunden fühlten, führte die Ordnung des Stundengebetes indes in der Praxis nicht selten dazu, die Worte zum Lobpreis des aufgehenden Lichtgestirns statt morgens an die Sonne noch kurz vor Mitternacht an den Mond zu richten. Es kommt genau gesehen nicht einmal darauf an, ob der Einzelne verstehen kann, was er beten soll. Die Tatsache, dass eine Ordensschwester im Verlauf von 40 und mehr Jahren den ganzen Psalter viele hunderte von Malen deklamiert, ist absolut kein Grund, ihr exegetisch die Psalmen inhaltlich nahezubringen. Ja, selbst die meisten Priester und Ordensleute werden kaum jemals mehr als 5 bis 10 Psalmen des alten Israels sich wirklich einmal zu Gemüte geführt haben. Und warum? Gerade die relative Unverständlichkeit macht ja überhaupt erst möglich, dass Leute, die in ihrem Leben sonst womöglich kaum je ein Gedicht oder gar einen Band moderner Lyrik zur Hand nehmen, Tag aus, Tag ein mit dem Hersagen altorientalischer Lieder benötigt werden können. Hört man in Gesprächen aufmerksam zu, werden die meisten Ordensschwestern ehrlicherweise sagen müssen, dass sie insbesondere mit den häufigen Verwünschungen und Hasstiraden der Psalmen gegenüber den Feinden niemals etwas Rechtes haben anfangen können. Gerade die Texte, die den Grund ihres Lebens und des Zusammenlebens aller abgeben sollen, sind ihnen auf große Strecken einfach fremd geblieben. Das Beten selber in dieser Form fungiert als Mittel der Entfremdung, da es gerade das Wichtigste nicht erlaubt, den persönlichen Ausdruck in einer eigenen, unmittelbaren Sprache. Soweit Eugen Preber. Hat er Unrecht? Wir wollen jetzt die anwesenden Ordensschwestern nicht dazu befragen. Aber dass Sie hier sitzen, nicht nur, weil Sie jetzt zum Kloster am Rande der Stadt gehören, sondern dass Sie hier sitzen und sich das anhören, ist zunächst mal ein besonders positives Zeichen. Ich kann mich noch erinnern, als ich das zum ersten Mal las, fand ich das empörend. Wenn man natürlich auf dieser Spur bleibt, dass es sich bei dem Psalm um altorientalische Lieder handelt, muss man zu Recht fragen, warum soll eine Schwester der Heiligen Clara, warum soll irgendeine Franziskanerin, die im Krankenhaus arbeitet, oder eine unserer indischen Schwestern, warum sollen die sich das antun, abends altorientalische Lieder zu anzunehmen? Vielleicht tut es dann auch ein Rilke-Gedicht oder Bert Brecht. Wer sonst? Ich komme auf dieses Missverständnis noch zu sprechen. Dieses Reklamieren des persönlichen Ausdrucks, das ist ja mein ganz persönliches Gebet sein muss, ist ein oft vorhandenes, heute sehr verbreitetes Missverständnis. Das Problem ist ja, wenn wir vom persönlichen Gebet, vom gemeinschaftlichen Gebet sprechen. Es gibt ja viele Forderungen bis hin zu unserer Synode im Bistum, dass der Gottesdienst eine neue Sprache braucht, dann ist allein diese Reklamation undifferenziert. Was braucht eine neue Sprache? Es gibt schon ein Problem der Sprache, auch im Gottesdienst.
Es gibt ein Problem der Verkündigung, der Sprache der Verkündigung. Es gibt es. Wie viele Predigten sind schlecht? Wie viele sind Einschläfer? Oder ein Gesuder, ein Gesammel von irgendetwas? Das gibt es, das ist ein Problem. Aber da geht es eben um die Predigt. Kann man das sich beschweren über die Form der Verkündigung in der Predigt? Kann man das auch den ganzen Gottesdienst leben? Das ist ein Problem der Priesterausbildung. Ganz einfach. Sie müssen es lernen, anständig zu predigen. Aber nachdem Sie schlechte Vorbilder haben, predigen Sie anständig so schlecht wie Ihre Vorbilder oder Ihre Ausbilder. Es hilft doch nichts, wenn wir da Theaterregisseure auffahren in dem Priesterseminar. Das ist eine grundsätzlich andere Situation. Das müsste man viel mehr bedenken. Aber wir legen die Kritik an der Predigt auf den ganzen Gottesdienst, auf alle Gebetsformen. Das ist das Problem. Die mangelnde Differenzierung, zu der wir eigentlich in der Lage sein müssen. Und deshalb dient dieser Abend und auch der zweite, den wir im August noch dazu haben werden, es werden sich sicher nochmal einige anschließen, aber jetzt mal diese beiden, dient dazu, das noch einmal genauer anzuschauen. Wie sieht das aus mit der Sprache, mit diesen Fragen? Wie in dieser Krise, in der wir stecken, mittendrin, vielleicht erleben das einige sogar persönlich, eine Antwort zu suchen. Und ich fand, noch bevor wir zu den Kirchenvätern gleich kommen, eine zeitgenössische Antwort, die ich vorstelle. Es gibt immer verschiedene Antwortversuche, aber die fand ich doch sehr bereichernd. Von dem Exegeten Gerhard Ludwig. In seinem Buch Beten ist Heimat gibt es einen Abschnitt Psalmen schenken Heimat. Wir haben in der KAG schon einmal aus diesem Buch auch gearbeitet. Ich lese ein Stück. Straßenbahnfahrt. Was ist das? Heimat. Ich bin in Frankfurt am Main geboren und habe dort 25 Jahre lang gelebt. Manchmal kehre ich für ein paar Tage zurück, weil mir wieder einmal Heimweh ins Herz gesickert ist. Obwohl ich in dieser seltsamen Stadt eigentlich gar nicht mehr leben möchte. Ist es der Fluss mit seinen Brücken, der alte Kaiserdom, sind es die letzten Reste der Altstadt? Sind es die Straßen der Kindheit, die Plätze, auf denen wir spielten, der gelbe Sand der Kiesgruben, die blauen Höhenzüge des Taunus? Oder die Freunde und Verwandten, die dort noch wohnen? Ach, das alles ist es und ist es nicht. Es ist vor allem die Sprache, der heimatliche Dialekt. Ich fahre stundenlang mit der Straßenbahn, um die altbekannten Stadtteile wiederzusehen, vor allem aber, um die Leute reden zu hören. Mit der Sprache der Kindheit ist es etwas Eigenes. Sie wärmt und belebt. Sie ist Heimat. Sage keiner, im Leben des Glaubens brauchen wir keine Heimat. Es sind die Kirchenräume, die schönen und selbst auch die hässlichen. Es sind die liturgischen Farben, die Gesten des Gottesdienstes, das Kirchenjahr mit seinen Festen, die alten und die neuen Lieder. Und es ist vor allem die Sprache der Liturgie, die Sprache der Oration, der Psalmen, des Hochgebets. Selbstverständlich meine ich hier mit Sprache weder das Latein noch das Deutsch. Ich meine das, was durch Latein oder Deutsch hindurch spricht. Ich meine den Klang, die Sprachmelodie, die Bilder, die Bedeutung. In diesem Sinn ist die Sprache der Liturgie eine eigene Sprache. Sie ist nicht die Sprache der Straße, nicht die der Medien, auch nicht die der Wissenschaft. Man möge sich dieser Sondersprache doch bitte nicht schämen. Sie hat ihre eigene Notwendigkeit, ihr eigenes Recht, ihre eigene Würde. Für die Glaubenden ist gerade die gottesdienstliche Sprache ein Stück Heimat. Wir können darüber gar nicht genug nachdenken. Denn nachdem es ja schon mehrere Kulturrevolutionen inzwischen gerade im Bereich der Liturgie gab, wir haben noch im Kontext der Eucharistie darüber nachgedacht, ist gerade die Sprache und der permanente Angriff auf die gottesdienstliche Sprache wieder ein Stück, das Vertreibung aus einer Heimat bedeutet. So dass am Ende niemand gewonnen wird, aber die Kirchen mit denen gelehrt werden, die jetzt noch hineingehen.
Man muss darüber gut nachdenken und gründlich nachdenken. Und es wundert mich auf der einen Seite nicht, wenn jetzt dieses mehrfach schon zitierte Buch von Erik Flügel, Jargon der Betroffenheit, die Kirche verreckt an ihrer Sprache, da ist genau diese Differenzierung nicht gemacht zwischen Verkündigungssprache und Gottesdienstsprache. Das ist ein Unterschied. Die Liturgie hat ihre eigene Sprache. Und die Verkündigung braucht ein sehr direktes Deutsch. Ja, das muss man lernen. Und es ist nicht die Sprache der Medien, es ist nicht die Sprache der Straße und nicht die Sprache der Wissenschaft, die in der Liturgie gesprochen wird. Es ist ein eigenes Genus, würde man sagen. Und Lofing ist realistisch genug, um anzumerken, selbstverständlich kann auch die Sprache unserer Gebete und Lieder verkommen. Sie kann verlogen und gefühllos werden. Sie kann herabgezogen, falsch überhöht, versüßlicht, verkitscht, verquasselt, verwässert oder zu Tode geritten werden. Dann ist sie keine Heimat mehr, sondern billiger Ersatz, der sich anbiedern will. Vor Gras und Uferliedern bewahre uns Gott. Zitat. Die Kirche, so sagt er, hat von Anfang an ein Gegenmittel gegen alles Erkrankte der gottesdienstlichen Sprache. Ein Gegenmittel gegen alles Erkrankte. Es war der Psalter. Er war nicht nur ein ständiges Korrektiv, er hat das Beten und Singen der Kirche nicht nur immer wieder neu belebt. Der Psalter war Heimat. Und der Psalter wird immer Heimat sein. Was macht die Sprache der Psalmen so unverwechselbar? Zunächst einmal, sie haben nichts Formloses, nichts Schwammiges in sich. Sie wuchern nicht vor sich hin. Sie sind gefasst und haben klare Konturen. Zwar gibt es einzelne Wiederholungen, aber die Psalmensprache bringt nicht zum Zerfließen. Selbst wenn es Wiederholungen gibt, machen sie es nur nachdrücklicher. Sie verinnerlichen und vertiefen. Das ist ein erster wichtiger Schritt, den man annehmen muss in dieser Sprache, dass es eine Heimat gibt. Aber eine Heimat, die natürlich oft auch verloren gegangen ist. Welches Kind, wenn es heute 10 ist, oder welches Kind, das heute inzwischen 30 geworden ist, hat diese Heimat je erlebt? Es gibt vielleicht noch ein paar Alte, die von einer fernen Heimat erzählen, wo wir einmal waren, wo wir einmal zu Hause waren. Aber die ganzen Bemühungen, Kinder in der Kirche zu sozialisieren, ist in diesen ganzen Kinderkatechese, Kreisen, Gottesdiensten jemals ein Psalm gesprochen, gelernt worden? Und sei Psalm 23. Das heißt, diejenigen, die heute Kirche tragen sollen, müsste ja die nächste Generation sein, die es unbedingt kennt die eigene Heimat nicht. Schwierig. Wir sind alles Heimatvertrieben. Die noch irgendwie wie ein schlesisches Brauchtum aufrechterhalten. Die noch zu den Heimatvertriebenen treffen, fahren, die aber inzwischen nicht mehr die Generation sind, die noch Flucht erlebt hat, geschweige denn Jahrzehnte erlebt hat, was diese Heimat bedeutet. Das heißt, es gibt diese erlebte Verwundung nicht, die darin besteht, auch aus der Heimat vertrieben zu werden. Dass sich einlassen auf diese Heimat ist für uns, die wir es tragen, das machen wir hier mehrfach. Oder all die anderen, die die Psalmen denn wenigstens beten. Und vielleicht auch ihre Schwierigkeiten damit haben, zu befragen. Deshalb bemühen wir uns ja damit. Es geht darum, in diesen großen Horizont der Heimat einzutreten. Niemand ist sich selbst einfach nur Heimat. Das zu sagen, ich muss so beten, wie das Ganze mir entspricht, wie das jetzt meinem Gefühl, meinem Zustand, meiner derzeitigen Lebenskrise oder dem Lebensglück entspricht. Das ist nicht Heimat. Diese Heimat hat man vielleicht am nächsten Tag schon wieder verlassen. Das bildet nicht Identität. Der Begriff Heimat ist gerade groß genug, um das zu beschreiben, worum es geht. Das heißt aber, ich lasse mich ein auf den größeren Horizont. Ich
lasse mich ein auf das, was größer ist, als ich selber bin. Das ist eigentlich der entscheidende Schritt. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, das Dohring bringt und das uns eigentlich sehr vertraut ist, wo sich das Problem, das sehr deutlich wird in einem solchen Psalmvers, und eine Antwort aus dem Psalm selber ergibt. Das ist Psalm 137 und Psalm 138, der bei uns immer mittwochs, das ist die alte Ordnung, heute römische und benediktinische, in der Mittwochsmesse steht. Nach diesem langen Psalm, der immer mit diesem Refrain, denn seine Huld wird ewig, das geht uns noch leicht von den Lippen, kommt dieser Psalm 137. An den Kanälen von Babel dort saßen wir und weinten, wenn wir des Zion gedachten. An die Pappeln in jedem Land hängten wir unsere Harfen. Denn dort forderten unsere Zwingherren von uns wieder, unsere Peiniger jubeln. Singt uns eins von den Zionslieder. Doch wie könnten wir singen ein Lied des Herrn auf fremder Erde? Selig, der dich bezahlen lässt die Tat, die du uns angetan hast. Selig, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Jo. Wir singen diesen Vers jeden Mittwoch. Wie singen wir diesen Vers? Wie verstehen wir? Sind wir hier alle grausam genossen? Es gibt manchmal Leute, die sagen, das hier gibt gar einen islamischen Staat. Die Texte, die machen auch sowas. Und ihr singt das in euren Gottesdienst. Was ist das denn? Können Christen sowas singen? In dieser Krise, in der wir sind, hat sogar ein Papst, den man sonst an sehr schätzen kann, inzwischen ist er sogar selig gesprochen, Paul VI., empfohlen oder angeordnet, diese Verse wegzulesen. Das ist zum ersten Mal in der Kirchengeschichte, dass Sätze aus der Heiligen Schrift sozusagen verbannt werden, aus dem Beten.